Hallo Leute und herzlich willkommen auf Schwandi Gaming. Heute zum 18. Spieltag der NPL gegen Rebels Network. Gegen den lieben René, den Drittplatzierten momentan der NPL. Und ich muss schauen, dass ich hier nicht zu laut spreche, weil momentan mein Mikrofon ist etwas am Arsch. Also mein Headset ist wirklich kaputt und ich habe jetzt so ein altes Logitech-Mikrofon aufgetrieben, mit dem ich jetzt mal einige Videos aufnehmen muss, weil bis ich einen Ersatz finde. Ich hoffe, ich kann die Tonqualität einigermaßen im grünen Bereich halten. Ansonsten tut mir das natürlich leid. Seht, für den 18. Spieltag der NPL habe ich mir CPL, meine Güte, habe ich mitgenommen mein Boreos mit dem mit der Offensivweste, Megavoltenso, ein Expertengurt Hooper, ein Überreste Demeteros mit Schwertanz und Steinpolitur. Ein Normal-Juwel-Explosions-Turbuts als Lead und ein Kobalium, das relativ bulky ist, aber auch maximal Speed hat, damit es eventuell schneller ist als Panferno. Ich sehe gerade, ich übersteuere manchmal etwas, ein wenig, aber ich glaube, das sollte funktionieren. Auf der Gegenseite seht ihr, ich werde jetzt die Items schon mal ein wenig spoilern, ein Scarfed Cure in Black, ein Überreste Nachtara, nein, es war nicht Überreste. Was war das Nachteil für ein Item? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Regirock hatte die Überreste. Ein Donphan, zu dem ich später noch etwas sagen möchte, weil es extrem überraschend ist, was für ein Donphan das ist. Ein Mega Blizzaflor, ich glaube relativ physisch defensiv investiert. Und ein Panferno. Und wir starten natürlich direkt in den Kampf. Ihr seht, das Lead-Matchup Kieran Black gegen Boreos ist relativ interessant, weil Kieran Black kann Boreos, also mal mit den Offensivweste, nur One-Hitten mit einem Fusion Bolt, also einem, ich weiß gar nicht, ich habe auf Englisch nicht, tut mir leid, weil ich die Offensivweste trage, kann er mich nicht One-Hitten mit dem Eisstrahl und deswegen habe ich mich hier jetzt auch dafür entschieden, drin zu bleiben. Ich frage mich, wann der Kampf anfängt, ich bin eigentlich, muss da etwas vorskippen. So. Ihr seht, René wird mit mir kämpfen und ihr seht das Lead-Matchup Kieran Black gegen Tornadus alias Boreos bahnt sich hier an. Und ich habe mir da schon überlegt, ob er Scarfed ist. War mir auch relativ sicher, dass er es ist. Und hier wird es auch bestätigt, er ist Scarfed mit dem Eisstrahl. Bringt er mich runter auf extrem wenig KP und ich kann auf Fokusstoß gehen und diesen Kieran extrem viel Schaden reindrücken. Das heißt, die nächsten Tarnsteinschaden würde es aus dem Spiel nehmen. Deswegen gehe ich jetzt hier direkt in mein Kobalion rein. Das kann den Eisstrahl einigermaßen tanken. Klar, es ist physisch defensiv, ist Kobalion deutlich besser aufgestellt als speziell defensiv ist es besser aufgestellt als physisch defensiv, aber trotzdem tankt es diesen Eisstrahl einigermaßen gut. Er geht hier direkt in Donphan. Ich wollte nicht risky spielen und bin deswegen direkt für die Tarnsteine gegangen. Hier muss ich gleich wieder rauswechseln, weil ich kein Erdbeben fressen will. Das sehen wir auch gleich. Geht direkt in Boreos Tornadus und er geht für Turbo Dreo. Das macht überraschend viel Schaden. Behaltet das schon mal im Hinterkopf. Donphan geht wieder raus. Boreos. Ich gehe hier direkt für Strauchler. Wollte auf Nummer sicher gehen, falls er hier die Tarnsteine rausholen will. Will, dass er mit dem Leben von seinem Donphan dafür bezahlt. Das tut er nicht. Geht direkt in Nachtara. War der safeste Play, den er hier machen konnte. Und hier predikte ich den Wunschtraum und gehe deswegen direkt zurück in Kobalion. Auch Schmarotzer wäre auch kein Problem gewesen, weil Kobalion hätte dann einfach nur den Attack Boost bekommen. Im nächsten Zug gehe ich direkt für Nahkampf, weil ich hatte da Angst, dass er hier direkt in Kyurem reingeht. Und das war mir hier zu riskant, weil Kyurem Black war eines der größten Probleme in seinem Team. Wegen dem großen Offensiv-Power und Scarfed, aber er macht es gut, geht direkt in Donphan, hat gesehen, dass der Nahkampf kommen wird und Donphan fängt diesen Nahkampf relativ gut ab. Rückblickend muss ich sagen, dass dieser Nahkampf mehr Schaden macht, als er schon früher gemacht hat bei Defensiv von Donphans. Und geht jetzt hier direkt in Boreos und ihr seht, der Abschlag kommt und er macht gewaltigen Schaden. Hier war ich mir noch nicht sicher, ich habe nicht richtig auf den DS geachtet, habe
hatte das Gefühl, das war ein Crit. Aber anscheinend war das kein Crit. Hier gehe ich wieder raus, weil ich Angst vor dem Eissplitter hatte, zu diesem Zeitpunkt, und er geht direkt raus, auch in Safe, in sein Nachtara rein. Und ihr seht, das ist ein Taunt-Set und er hat hier den Verhöhner predicted und ich kann eine Explosion raushauen, hart, vollständiges Angriffsinvestment von Tobuts, eine extrem harte Explosion. Ihr seht, dieses Nachtara ist fast down, das war sogar eine Roll, ob das ein One-Hit ist oder nicht. Und er geht hier für Schmarotzer, das hätte mein Tobuts vollkommen aus dem Spiel genommen. Und hier mache ich einen kleinen Missplay, ich gehe hier in Hooper. Aber Hooper hat keine Attacke, die 100% trifft und dieses Nachtara auch aus dem Spiel nimmt. Deswegen bin ich jetzt hier gezwungen, auf Mülltreffer zu gehen. Und der scoutet noch mit Schutzschild für eine Attacke und schaut, was für einen Angriff ich so drauf habe. Den Mülltreffer hatte ich für Felinara dabei. Das hat er auch noch als Möglichkeit zumindest mitzunehmen. Der Mülltreffer trifft glücklicherweise und nimmt dieses Nachtara aus dem Spiel. Das heißt, ein großer Threat für mein Team ist damit aus dem Spiel. Und das gefällt mir. Geht es hier in Panferno und direkt für Kehrtwende. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir echt nicht sicher, was für ein Item dieses Panferno hat. Im Nachhinein vermute ich den Expertengurt. Und ihr seht, die Kehrtwende kommt, macht natürlich meinen Landorus keinen Schaden. Er hat hier noch, war noch nicht sicher, ob das ein physisch-defensives Landorus ist, weil der Schaden war schon extrem klein. Geht es hier direkt wieder in Curum. Die Tarnsteine liegen nicht mehr, weil, ja, Turbodreher. Und hat jetzt hier ein relativ gutes Matchup gegen mein Limiteros. Diesem Zug wusste ich, er musste auf Eisstrahl gehen, weil der Eisstrahl ist die einzige Attacke, die hier dieses Limiteros direkt aus dem Spiel nimmt. Und Kion Black ist zu wichtig für ihn, als dass er es hier schon wegwerfen wird. Deswegen direkt wieder den Kobalion. Seht, ich trage die Citrobeere, das heißt, ich kann hier sicher noch 2-3 Mal in diesen Curum in den Eisstrahl rein switchen. Auch Drachenklaue wäre kein Problem. Einfach die Erdkräfte wären ein großes Problem, aber ich habe da auch zwei fliegende Pokémon, die damit kein Problem haben. Ich jetzt hier mache ich den Double Switch, weil ich schon predicted habe, dass jetzt hier irgendwas reinkommt. Ich habe das Donphan predicted und wollte eigentlich Hooper opfern, damit ich Donphan runterbekomme. Und dann hätte ich nur etwas Schaden auf Bisaflor bekommen, gebraucht, um es dann mit, um dann mit Demeteros, wenn ich auf plus 2 Angriff und plus 2 Speed bin, um es dann auch auszunocken. Ich hätte auch den Rest seines Teams outspeeden und dann hätte ich gewonnen. Er hat nicht ganz funktioniert, aber ich bin auch sehr dankbar, wenn Bisaflor mal aus dem Spiel ist. Upa kann immer noch viel machen in diesem Kampf, deswegen safe ist es auch. Vor allem gegen Regirock, gegen Donphan, kann es immer noch viel Schaden raushauen. Ich gehe jetzt hier direkt in Mega Voltenso. Diesen Volltreffer Drachenklaue tankt es natürlich nicht. War auch ein Crit. Der hat eindeutig gemattert. Aber rückblickend wird es dann nicht mehr so wichtig. Und ich habe hier Voltenso geopfert, weil es nicht mehr so viel macht für mein Team. Er hat immer noch Donphan als Boden-Pokémon und ich habe nicht. Doch, ich habe die HP Gras drauf. Also Pflanze. Geht es hier direkt für Erdbeben. Und ihr seht, das macht guten Schaden. Auch hier, mir hätte viel früher klar sein sollen, was das für ein Donphan ist. Weil im nächsten Zug sehen wir auch, was das für ein Donphan ist. Er geht direkt für Eissplitter. Und ihr seht, ein Demeteros ist weg. Ich war hier kurz, ich hatte nicht auf den Bildschirm geschaut. Hatte hier wieder. Wusste ich nicht, was das für ein Donphan ist. Weil das hat riesen Schaden gemacht. Ich habe es jetzt gekerkt. Mit Wallband maximaler Angriff hat es eine 44%ige Chance, meinen Demeteros zu one-hitten. Und ich kann jetzt hier in Hooper reingehen. Er will seinen Donphan noch aufsparen, weil er sieht, meine Pokémon sind eine riesen Gefahr für ihn. Und opfert hier sein Regirock, das hier in diesem Kampf einen sehr kurzen Auftritt macht. Ich gehe direkt für die doppelte Psychokinese und kann damit Regirock aus dem Spiel nehmen. Langsam wird es spannend. Auf seiner Seite haben wir noch, lass mich nicht lügen, Panferno, Curum und Donphan. Und auf meiner Seite Boreos, Kobalion und das Hooper, glaube ich. Eventuell habe ich auch etwas vergessen. Auf jeden Fall geht er hier wieder in Curum. Ich gehe raus, weil Hooper immer noch Arbeit zu verrichten hat. Vor allem, wenn ich das auf ein
auf Donphan reinbringe, direkt wieder in Kobalion und er geht wieder für die Drachenklaue, will natürlich die schwache physische Seite von Hooper treffen und Kobalion tankt das wie ein Gott. Ihr seht, die physische Defensive von Kobalion ist erheblich besser. Hier weiß ich nicht mehr ganz, was ich hier mache. Ah, ich lege die Tarnsteine raus und das war ein relativ wichtiger Zug in diesem Spiel, weil jetzt ist Kieran Black gezwungen, jetzt stirbt Kieran Black auch beim Switching, geht es hier direkt hier in Hooper, um es zu sacken. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir noch nicht sicher, was das für ein Panferno ist. Und ihr seht, er direkt hier auch direkt für Nahkampf. Ich glaube, das mit dem Expertengurt stimmt auch. Und das Problem war hier noch, er könnte hier einen Focus Sash haben. Und es war immer noch so, dass der Eissplitter von Donphan, ich wusste, dass Donphan extrem viel Angriffsinvestment hatte, wusste aber noch nicht, dass er beendet ist. Aber, und deswegen, mein Boreas ist momentan noch zu tief, um einen Eissplitter zu tanken. Das heißt, ich muss hier echt das Risiko eingehen und für Orkan gehen. Leider hätte ich auch direkt in Dingens gehen können. Und ihr seht, er hat auch den Donnerschlag drauf. Das heißt, wenn jetzt hier Focus Sash ist, dann ist das Spiel verloren. Und wenn wir den Orkan nicht treffen, ist das Spiel auch verloren. Geht's hier für einen Tornados? Ihr seht, ich habe nur noch 70 KP. Das ist viel zu wenig, um den Eissplitter von Donphan zu tanken. Direkt in Kobalion, um mehr KP zu bekommen. Er geht hier für Donnerschlag. Den tanke ich natürlich einfach. Aber es macht richtigen Schaden wegen dem Crit. Hat am Schluss nicht gemeldet, weil dieser Nahkampf hätte es sowieso so oder so gekillt. Ich weiß das Item. Ich bin nicht sicher. Ihr seht, und jetzt kommt es. Boreas gegen die letzten drei Pokémon von ihm. Und jetzt kommt es drauf an. Trifft dieser Orkan. Er trifft. Und jetzt hat er den Fokusgurt. Er hat ihn nicht. Da war ich so begeistert und froh, dass Panferno hier drauf geht. Donphan ist sein letztes Pokémon, das er hier noch hat. Der Eissplitter, ich habe gekalkt, reicht auf dieser Range noch nicht aus. Trotz dem hohen Angriff von Donphan und dieser Strauchler macht mit Donphan auch kurzen Prozess und nimmt es aus dem Spiel. Und Kieran Black ist sein letztes Pokémon, das noch hier im Spiel ist, aber das stirbt an den Tarnsteinen und damit gewinnen wir den 18. Spieltag der CPL extrem knapp. Ihr seht, wir besiegen René mit 1:0. Noch etwas unscharf. Ich gehe zurück an den Anfang, da seht ihr nochmal die Teams. Also ein extrem knapper Kampf, hat extrem viel Spaß gemacht. Danke nochmal an René für diesen Kampf, weil das war schon episch. 1:0 und die Unterschiede waren so knapp. Ich glaube, das war ein echt guter Kampf. Hat viel Spaß gemacht, den zu spielen und ich hoffe, das ging dir auch so. Damit verabschiede ich mich jetzt. Beim 19. Spieltag spielen wir gegen einen Neuzugang, Lukang. Sein Signature ist ein Brutalanda und wir werden wohl auch in seinem Kampf eventuell auf einen Brutalanda treffen. Das hat er auch im Team. Also da können wir auch gespannt sein, was für ein Set er da bringen wird. Darauf werde ich mich aber noch mal individuell vorbereiten. Ich denke, mein Team ist relativ stark aufgebaut und auch auf jede Situation vorbereitet. Das heißt, ich habe genug Optionen, die ich gegen Brutalanda verwenden kann. Und das war es jetzt auch für diesen 18. Spieltag der NPL. Meine Güte, ich sage immer NPL. Warum müssen wir den Namen mitten in der Season ändern? Hallo? Zelos, was ist das? Gut, auf jeden Fall, das war es jetzt mit dem 18. Spieltag der CPL. Und bis zum nächsten Mal. Haut raus.